Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Ja, und Sarah liegt hier noch auf der Lauer und wird ihr Bestes geben, dass die Sensen und die Tausendfüßler natürlich außer Gefecht gesetzt werden. Ja, eine liegt schon, die werden wir dann natürlich alles schön einsammeln und verarbeiten. Da freue ich mich schon drauf, weil da kriegen wir ordentlich Material raus. Ja, aber die anderen müssen natürlich auch noch beseitigt werden, wenn man das mal so sagen darf. Ja, aber Sarah bleibt dran und wird sich drum kümmern. Im Moment ist Schlafenszeit. Ich glaube, Grupp wurde inzwischen auch schon operiert, hoffentlich. Genau, wunderbar. Das läuft. Den können wir eigentlich mal mit hierher schicken. Das sollte machbar sein. Alter, wo kommt der denn her? Wieso? Warte mal, ist uncool. Lauf mal hier lang. Das ist, glaube ich, günstiger. So. Müssen wir mal gucken, dass wir ihn im Auge behalten. So, da kommt er an. Wunderbar. Und dann bitte mit hier runter hinstellen. So. Okay, das sollte passen. Okay, Sarah muss sich wahrscheinlich hinlegen. Die läuft schon rot an. Genau, die hat keine Erholung. Das ist natürlich uncool. Dann lauf mal davon, Mädel. Und Grupp legt sich auf die Lauer. Wieso kann er den nicht treffen? Ach, guck mal hier, die eine haben wir schon mal auch auseinandergenommen. Sehr schön. So. Und bei den anderen bleiben wir natürlich ebenfalls dran. Das sollte auch möglich sein. Das kriegen wir doch bestimmt ganz gut auf die Beine gestellt. So, Besuchergruppe ist da. Das brauchen wir jetzt eher weniger. Also, wenn die hier noch liegen würde, das wäre schon mal viel wert. Weil die Teile hauen halt ordentlichst rein. Und da müssen wir halt gucken, dass wir uns da nicht erwischen lassen. Zumal die halt auch lossprinten können und uns ja von jetzt auf gleich sozusagen mitnehmen würden. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja die Sache gut überstehen. So, Grupp. Leg dich ins Zeug, kümmere dich. Verrücktes Tier. Das klingt jetzt weniger schön. Okay, ist aber kein Problem für uns. Hier werden die Besucher angegriffen. Das ist in Ordnung eigentlich, damit können wir leben. Ach ja, was ich noch machen wollte, was mir gerade einfällt, weil ich hier unter die Kolonisten sehe. Wir stellen das mal bei allen auf 4. Dann können die zumindest soziale Interaktion machen, falls irgendwie mal was sein sollte, falls mal Zeit übrig haben oder so. Das wäre, glaube ich, ganz nett. So. Wir haben trotzdem untätige Kolonisten. Wie kann das denn sein? Warte mal. Wieso kann das sein? Ihr dürft dieses Love-Mickey machen. Ich will es euch jetzt auch nicht höher stellen. Also, das muss ja eigentlich reichen, wenn es auf der 4 steht. Aber wir dürfen Gruppen nicht außer Augen lassen. Nicht, dass die eine Sense auf einmal rankommt. Da ist er. Okay. So, Grupp. Ja, immer mal wieder zwischendurch getroffen, aber das war's dann auch. Okay, zieh dich mal zurück, das ist in Ordnung, du hast genug geleistet für heute. Oh ja, der Junge hat Hunger auf jeden Fall, benötigt ein bisschen Schlaf. Ja, dem geht's gerade nicht so gut. So, wen können wir denn sonst noch ranholen? Timmy hat halt nur dieses ganz normale Überlebensgewehr, das nutzt uns jetzt eher weniger. Wie sieht's bei Sarah wieder aus? Bist du soweit fit? Jawohl, guck mal, Sarah ist fit, da können wir die mit hier runter schicken wieder. Überlege, ob wir noch jemanden mitnehmen. Wie ist denn eigentlich diese Reichweite von dem Gewehr? Warte mal, lass mal gucken. Informationen. 60 Meter. Okay, das würde sozusagen auch passen. Dann würde ich ja fast denken, wir holen Well auch mal mit dazu. Zumindest vorübergehend. Der wird sich gleich schlafen legen wollen, aber das, ja, ein, zwei Stunden kann er noch. So, kümmert euch mal. Kommt mal ran hier. Na, wo kommt denn Sarah her? Ganz gefährlich gewesen. Aber gut, sie wurde nicht entdeckt. Das passt soweit. So, warte mal. Wie können wir dich denn hinstellen, ohne dass du jetzt hier gleich Gefahr läufst, Blödsinn zu machen, dass du vielleicht Sarah triffst oder so. Guck mal, das hat reingehauen. Der hat gesessen. Aber ordentlichst. So. Allgemein, die Waffe klingt tonmäßig, effektmäßig auf jeden Fall bedeutend, ja, gewaltiger. Die scheint mehr Nachdruck zu haben. Wunderbar, und da liegt das nächste Teil. Da haben wir schon mal 3 sozusagen außer Gefecht gesetzt. Ja, verbleiben noch 3, aber die kriegen wir natürlich auch noch, früher oder später. Ich mag den Sound der Waffe von Well. Das hört sich gut an. Da, bitte mehr Waffen davon. Jawohl, guck mal. Ja, und da ist nur noch 1 übrig. Sehr schön, warte mal, das kriegen wir doch hin. Komm, traut euch mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, und der hat gesessen. Bitte mehr davon. Ein, zwei Mal geht noch.
Ja, nochmal und nochmal. Wunderbar. Das wird sehr schön. Das kriegen wir hin. Das Ding hat uns allerdings schon erspäht, wie man sieht. Das kommt auf uns zu. Aber vielleicht legen wir es ja trotzdem noch... Nein, weg, 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 weg. Alter. stopp. Ihr steht ungünstig. Also Sarah steht ungünstig. Jetzt. So, okay. Haben wir nochmal getroffen. Wunderbar. Komm, legt es doch jetzt einfach mal... Setzt es doch einfach mal außer Gefecht. Wie geht's, Sarah? Lass mal schauen. Erholung. Okay, das passt noch. Noch geht's ihr. Bei Well sieht's, glaube ich, dramatisch aus. Okay, den werden wir mal wahrscheinlich gleich erlösen, oder? Ach komm, das ziehen wir durch. Ja, sag ich doch. Wunderbar. Okay, da kann Well erstmal wieder machen, was er will. Sarah wird sich um die Teile dann hier zum einen mit kümmern und ja, ich würde fast denken, dass wir sie gleich noch ans Raumschiff ransetzen. Ja, ein bisschen kann sie noch. Komm, laufen wir mit hierher. Warte mal, besser gesagt, wäre das nicht erstmal sinnvoller? Ja, okay, das läuft wunderbar. Und jetzt nochmal ans Raumschiff ran und wenn es geht, ordentlich draufballern. Wie ist eigentlich ihr Schussskill inzwischen? Also letzte Folge hatte sie Level 7 gerade frisch bekommen, okay. Level 8 dauert noch ein bisschen, aber wir sind dran. Sie darf ja noch ein bisschen üben. Wir müssen nur halt ihre Erholung im Auge behalten, dass es ihr nicht ganz so mies geht. Sie muss sie halt gleich wieder hinlegen. Aber grundsätzlich kann ich mir Sarah schon langfristig so vorstellen, dass sie sich drum kümmert. Und wir haben Grippe, das ist natürlich weniger cool. Warte mal, wir erlösen mal Sarah für den Moment. Gucken mal, wer hier Grippe hat. Okay, einmal Jack scheinbar. Der wird sich mal direkt ins Bett hauen. Wo sehe ich das nochmal? Körper, genau. Grippe unbehandelt, sage ich doch. Leg dich mal hier hin, bis du vollständig geheilt bist. Und wer hat hier noch Grippe? Belcourt, unser Neuer. Okay, der muss sich auch ins Bett legen. Der kann sich bitte hier hinlegen. Das sollte dann passen. Und dann werden sich die Ärzte sicherlich gleich um euch kümmern. Das sollte klar gehen. Gut. So, Sarah haut sich auch erstmal hin. Das ist auch in Ordnung. Die anderen Teile werden hier erstmal transportiert. Steven kommt mit an. Steven hat leider nichts. Keine Waffe oder so. Der ist aber auch der Raufbold. Man könnte es natürlich versuchen. Dazu hat es nicht wirklich eine Waffe oder so, aber mit den Fäusten vielleicht. Guck mal, der trifft sogar relativ gut. Aber das möchte ich eigentlich, ja. Also wenn man sich das vorstellt, dass der jetzt mit der blanken Faust auf das Raumschiff einkloppt. Alter, das muss doch wehtun. Okay, aber Steve zieht das durch, oder Steven zieht das durch, der kennt da keinen Schmerz, der ist Mr. Minecraft sozusagen. okay, warum auch nicht? Ja. Ist halt auch mal was anderes, ne? Mach ruhig weiter. 22%, 21% Zusammenbruch verwirrt. Nein, wer denn? Well, wieso? Mensch, Mädel. Hätte sich doch pennen legen können, nachdem wir dich erlöst hatten. Guck mal, die ist total schlecht erholt. Nochmal, nein, nicht nochmal. Achso, okay, denn das ist in Ordnung. Der hat, glaube ich, Alzheimer. Gut, aber Well muss ich wieder irgendwann mal zusammenreißen. Gut, wir haben Excel. Warte mal, wo steckt der Junge? Okay, der liegt im Bett. Wir haben es 23 Uhr. Okay, der kann nochmal ganz kurz aufstehen. Für einen Großhändler kann er nochmal ganz kurz. Nur für den Moment. Lass mal gucken, was wir hier verkaufen können. Wir haben wieder Teufels... Alter, ja, wir haben wieder Teufelsgarn. 3 Stück. Okay, nee, nicht wirklich. Wir brauchen mal wieder mehr. So, Alpaka-Wolle können wir verkaufen. Kamelhaar genauso. Das sollte passen. Terrier-Leder. Wo haben wir das denn her? Boomerattenfell natürlich raus damit. Ansonsten Stahl könnten wir einkaufen. Ja, machen wir. So viel es geht natürlich. Das ist in Ordnung auch. Haben wir noch was zum Verkaufen? Ich glaube eher weniger. Den Rest, die Steine, das behalten wir alles. Ja, Uran behalten wir auch, das ist klar. Titanium würde ich gerne einkaufen, aber haben wir jetzt nicht wirklich die Kohle dafür. Also 8000 haben wir zwar so in die Dreh, aber die brauchen wir eigentlich für die nächste Anlage. Beziehungsweise für die Computerkomponenten, die wir natürlich auch noch haben wollen. Ja, müssen wir es mal so machen, das ist in Ordnung.
Gut, dann können wir das wegklicken und dann das mal gucken hier, wie weit ist der Junge? Steven, was machst du? 10%. Ja, Steven macht die Nacht durch, der kloppt den Stahl hier klein. So eine Raumschiffteile, die halten bestimmt nichts aus, also das ist ja gar nichts, oder? So, das können wir abschleppen, das genauso und das können wir dann natürlich dann auch noch einsammeln lassen. So, Steven, dich werden wir mal lösen. Besser gesagt, du könntest ja eventuell noch mal ganz kurz einen Umweg beim Lager machen, dass du noch mal ein bisschen was mitschleppst. So, das fände ich zumindest in Ordnung. Schlechte Laune. Ja, auch bei Steven. Okay, ich hoffe, der legt sich gleich pennen. Eigentlich kann er das direkt machen. Wir können ihn das ja jetzt hier ablegen lassen. So, mach das mal. Was machst du jetzt? Was will er machen? Essen. Ernsthaft? Willst du nicht ausruhen? Das ist natürlich uncool. So, da läuft er. Er legt sich auch gleich ins Bett. Okay, ich hoffe, ich kann ihm das gleich nochmal extra befehligen, weil der wird gleich wieder aufstehen, weil Arbeitszeit ist. Ja, gucken wir einfach mal. Genau. Kann ich dir das nochmal als Auftrag geben? Nein, schade. Ach ja, und Will hat es zerlegt gehabt. Stimmt, da müssen wir das hier nochmal alles einsammeln lassen. Das kann er sich auch gleich wieder ausrüsten, aber der ist immer noch verwirrt. Nein, ernsthaft? Will, beruhig dich doch mal. Das kann doch nicht so schlimm gewesen sein. Ja, ich weiß, du hast schlimme Dinge gesehen, unvergessbar, ja, ja, und so weiter und so fort. Okay, hat sich wieder beruhigt. Guck mal hier, dann gleich wieder die Waffe schnappen. Wird von Axel verwendet, ernsthaft? Vergiss das mal, Axel. Die soll Will direkt wieder anlegen. Genau. So, dafür können wir Axel wieder auflösen, das Kommando, wunderbar. Jack hat irgendwelche Probleme. Ich glaube, dem fehlt einfach nur ein bisschen Vergnügen, genau. Aber behandelt ist er, das klappt schon mal. Und Belcourt ist auch behandelt, das klappt auch soweit. 34% immun, das ist noch nicht so prall. Dafür, dass es schon auf leicht ist. Aber Medizin haben wir noch. Doch, ja, haben wir noch am Start, das geht noch. Suchgruppe können wir wegklicken, das interessiert uns jetzt eher nicht. Guck mal hier, das ist soweit fertig. Das sieht noch irgendwie scheiße aus. Können wir sie irgendwie in schön haben oder so? Ich weiß es nicht. Wir könnten hier noch den Weg gleich runterziehen, aber das weiß ich auch nicht. Warte mal, lass mal gucken. Böden. Cremeteppich. Das passt einfach nicht so richtig. Wir müssen hier die Wand wegreißen. Dann würde es besser funktionieren. Also wir müssten die eins nach drüben verlegen, glaube ich. Ja, lass mal probieren. Kriegen wir schon irgendwie hin. Also wir müssten eigentlich nicht nur eins, sondern zwei oder drei gleich nach drüben verlegen. Das ist natürlich auch dann scheiße. Schwierig. Ich weiß nicht so wirklich, wie ich das jetzt hier machen soll. Lass das auf jeden Fall erstmal abreißen. Dann sagen wir mal bis dahin. Und dann gucken wir erstmal. Dann schauen wir uns das wieder von Neuem an und tun das neu bewerten, die Situation. Alter, wie lange braucht denn Well dafür? So, das müsste man dann natürlich auch nochmal abreißen. Genauso wie das. Das kriegen wir ja neutral wieder raus. Das müsste man deinstallieren. Eigentlich müsste man die Teile dann auch deinstallieren. Die haben nichts zu tun vor allem. Die sind so ein bisschen sinnlos. So, hier müssten wir es wieder installieren. Und wo stellen wir euch jetzt hin? Wieder neue Frage. Ach Mensch. Hier könnte noch so ein Ding hin. Dann natürlich aber ein anderes, als was dort oben steht. Ich weiß ich nicht. Hier passen auf jeden Fall auch nochmal zwei mit dran. Ich glaube, da stellen wir sie dort oben mit dazu. Dann machen wir das so rum. Es sieht aber dann hier auch nicht so cool aus, diese Ecke. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht fällt uns hier noch was Schönes ein. Warte mal, was man. Das kriegen wir, glaube ich, relativ zentral sogar hin. 1, 2, 1, 2, 3. Naja, okay, nicht ganz, aber hier so. Wäre es schon zentral. Das machen wir mal. Machen wir es denn bei Möbel, glaube ich. Genau. Wir stellen einfach mal einen Blumentopf dort so mitten in den Raum hinein und gucken uns das Ganze erstmal an, ob das aussieht oder nicht. Das ist halt, man könnte natürlich die Blumentöpfe auch hier so an den Rand mit hinstellen. Warte mal, lass das mal so machen. Nur zum Test. Oder ich weiß es nicht. Aber ich sehe gerade nebenbei auch, dass hier die Böden noch nicht so hundertprozentig richtig sind. Das müssen wir nochmal anpassen. Hier können wir eigentlich auch nochmal was reinlegen. Dann wäre es halt so wie hier drüben. Oder ich weiß nicht, ob das mir besser gefällt mit diesem Weiß so zwischendurch.
glaube, das mit dem Weiß gefällt mir besser. Ja, wir machen das hier auch mal weiß. Genauso wie hier nochmal weiß und da nochmal weiß. So, da sollte das alles passen. Das ist soweit in Ordnung. Das passt auch, das passt auch. Hier müssen wir auch nochmal weiß machen. Und hier ist schon weiß. Okay, das funktioniert. Warte mal, irgendwie stimmt hier was nicht. Ach ja, doch, nee, alles richtig. Gut. Was sollte ich denn jetzt gerade? Jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ach ja, tja, genau. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich glaube, das machen wir doch lieber so rum. Man könnte natürlich hier auch zwei Blumentöpfe hinstellen. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Da weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Und ich überlege gerade, ob wir das hier fast nochmal abreißen. Ich hoffe, wir kriegen ja den kompletten Stahl wieder raus. Wir haben 480 Grad drin. Können wir mal rechnen. 150, 300, 375. Nee, auf gar keinen Fall die kompletten. Schade, das war eine Ver... Obwohl, hier liegt auch nochmal was. Warte mal, 150 waren das. 300 waren das, 450. Doch, wir haben den komplett rausgekriegt, genau. Denn ich wollte, dass der Boden hier nochmal fertiggestellt wird. Das ist mir ungewichtig auch, wenn man den später nicht sehen würde. Gut, das Raumschiff ist soweit alles beseitigt worden, auch die Überreste, das passt schon mal. Sehr schön, die Felder werden, glaube ich, auch so allmählich. Hier kriegen wir auf jeden Fall die Ernte nochmal durch, das denke ich auf jeden Fall. Bei den anderen Sachen bin ich mir noch nicht ganz sicher. Textilienhändler wäre am Start, okay. Ich glaube, hier die Ernte kriegen wir nicht nochmal durch. Wir haben schon August, 2. August. Naja, wird knapp auf jeden Fall. Gut, lass mal Excel hier an den Händler schicken. Und gucken mal, was wir da machen können. Menschenjägerrudel. Ui, das ist natürlich... Alter! Ist das heftig. 30 Worgs. Wollt ihr mich verarschen? Das geht doch nicht. Ich hoffe, hier ist nicht die Ernte der Dämonis irgendwo fertig, dass wir die jetzt warten lassen müssen. 88%, okay. Ja, wird knapp. Ich würde ja fast dazu tendieren, dass wir uns nach drin verziehen. Aber scheiße, die Geschütze laufen noch. Das heißt, die Geschütze... Ja... Wir kriegen nicht 30 Walks auf einmal niedergebrannt. Das wird schwierig. Scheiße. Ja, wir schicken trotzdem mal ein paar Leute mit raus. Dass wir zumindest einen Teil erstmal niedermähen können. Ich weiß noch nicht, ob das eine gute Idee ist. Denn... Oh, Jack. Ja, Jack, mein Junge. Du müsstest dich eigentlich ausruhen. Ich weiß. Ja, können. Wir lassen Jack mal ausruhen. Nehmen mal so viel Rücksicht. Edelgard kommt auf jeden Fall aber mit. Und Erna kommt ebenfalls mit. Grupp wird mit am Start sein. Und Chef schickt mal ebenfalls mal auf Tour. So, Well hat gerade seinen Zusammenbruch. Ihm geht's aber wieder relativ. Okay. Können wir dich noch irgendwo mit hier reinstellen? Nee, leider nicht. Okay. Das heißt, Well wird sich vielleicht einfach mal in die Tür oder hier hinstellen. Das wäre in Ordnung. Damit kann ich leben. Gut, dann kümmert euch und ich hoffe, ihr seid noch rechtzeitig da, dass wir frühestmöglich das Feuer öffnen können. Das sieht so schlecht aus für uns. Das kriegen wir nie auf die Reihe. Alter. Ich habe Schiss um unsere Kolonisten. Aber was für ein Schiss. Und vor allem gehen die natürlich direkt auf unsere Leute oder werden die direkt auf unsere Leute zugehen. Ich überlege, ob wir die zurückziehen lassen. Kann ich mal kurz speichern. Also wird doch nichts. Mit ganz viel Pause zwischendurch. Alter, hier kommt die Horde auf uns zu. Wir könnten die natürlich im Notfall nach hinten weglaufen lassen. Das würde noch gehen. Ich glaube, das wird auch notwendig sein. Das wird langsam knapp. Okay. So, wie können wir es machen? Penny kommt auf jeden Fall hier hinten rein. Ich würde gerne sehen, was die für einen Weg nimmt. Ich hoffe, hier außen rum. Würde das Sinn ergeben? Ich glaube nicht, oder? Können wir dich... Wieso läuft sie noch nicht? Scheiße. Okay.
Hatte ich hier nicht gerade einen Auftrag gegeben? Axel läuft. Penny läuft auch, bitte. Axel, Copse muss auf jeden Fall laufen. Edelgard und Erna können wir dort stehen lassen. Mo muss mitlaufen. Chef braucht gar nicht sich erst rausstellen. Das sollte... Nein, du löschst auch kein Feuer. Okay, du stellst dich dahin. Grupp stellt sich dahin. Einfach mal daneben. So, ich hoffe, das war's. Ne, Timmy ist auch noch auf dem Weg. Der stellt sich einfach mal, ja, damit hin. So, die anderen laufen hoffentlich. Penny schießt immer noch. Ich glaube, es hackt, oder? Lauf los, Mädel. So, jetzt steht Sarah auf offener Flur hier alleine. Das ist natürlich weniger cool. Aber sie können sich ja theoretisch auch gleich zurückziehen. Das ist jetzt weniger das Problem. Dies müssen ja nur erstmal die anderen Leute außer Gefahr sein. Gut, das sieht schon mal ganz ordentlich aus. Die Putze hat noch kein Gewehr. Die muss jetzt aber auch nicht unbedingt hier rumlaufen, würde ich denken. Stell dich mal nach drinnen. Ihr stellt euch mal bitte auch direkt nach drinnen. Wird der Bot eigentlich angegriffen? Ich weiß es nicht. Alter, wieso laufen die so langsam? Scheiße. Sarah, findest du den Weg? Klappt das mit dir? Linker optischer Sensor. Zack. Nein! Okay, Sarah ist schon mal außer Gefecht. Das ist natürlich weniger cool. Lauft! Mo, lauf! Nein! Okay, Mo wurde erwischt. Nein! Lauf hier rein, Junge! Ich glaube, es hackt, oder? Ringfinger. Okay, ne, ist schon ein bisschen älter. Ja, die Geschütze explodieren jetzt. Das ist natürlich total uncool. Okay, dafür zerreißt es die Teile jetzt im Großteil. Das ist erstmal in Ordnung. Versuche, Sarah zu retten auf jeden Fall. Du wirst das Gewehr dir mal holen. Warte mal. So rum. Und dann bitte... Nicht ausrüsten. Transportieren einfach nur. Tragen, genau. Das habe ich gesucht. Wunderbar. So, dann lass es dort bitte direkt wieder fallen. Irgendwas ist ex... Nein! Nein! Sarah hat's entschärft. Was soll das denn? Das geht doch nicht. Ach Mensch. Ich muss auch schon wieder eine neue Sarah bauen. Oder wir machen die Putze zur Sarah. Wäre auch eine Idee. Dann haben wir zwar keine Putze mehr, aber ja, ich weiß auch nicht. Ich habe zumindest auch festgestellt, bei der Anzahl der Kolonisten, die wir gerade haben, also das Spiel verträgt nur eine gewisse Anzahl. Ansonsten fängt es an zu laggen. Und ich habe schon Framerate-Einbrüche verzeichnet eigentlich. Und deswegen, es war zwar nicht dramatisch, aber trotzdem, ja doch, das dafür, dass ich sonst eigentlich immer auf voller Framerate spielen kann beim Aufnehmen, ist das schon bemerkenswert, wenn es mal nicht so ist. Ich überlege, ob wir halt die Putze zur Sarah machen. Natürlich scheiße, dass Sarah jetzt das entschärft oder Sarah entschärft wurde. Weil die hatte ja nun schon einen gewissen Schussskill sich angeeignet, wenn es auch nur Level 7 war. Aber na gut. Okay. So, ich glaube, die meisten Viecher sind soweit entschärft. Da sind nur noch 3 Stück gerade übrig, wenn ich das so richtig sehe. Unsere Tiere sollten ja auch nicht unbedingt rausrennen. Mal Mo können wir mal erlösen. Der will Feuer löschen. Ne, das ist weniger cool. Warte mal, können das nicht andere machen? Hier, Edelgard zum Beispiel. Das sagt, warte mal, Edelgard können wir hier rausstellen. Das ist in Ordnung. Erna darf sich auch rausstellen. Das müsste auch passen. Stellt euch mal auf die Seite. Du dich auch hier mit rüber. Du kommst mit hierher. Und eigentlich allgemein, ihr könnt sich euch mit hier mit hinstellen. Das sollte klar gehen. So. Die hingegen werden wir erstmal hier rauspostieren. So, dann sollte man zumindest einen Teil schon mal wieder auseinandernehmen können. Weh, Taisir. Warte mal, Taisir, lauf mal hier aus der Schussbahn raus, vor allem. Was machst du? Okay. So, sollte klar gehen. Wunderbar. Okay, das sollte laufen. Wir können, glaube ich, alle unsere Kolonisten wieder freigeben. Warte mal, hier auch bitte. Und macht wieder, was ihr für richtig haltet. Ja, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Sarah. Überlegt gerade, ob wir jetzt noch eine herstellen. Also es ging schon mit der Framerate. So schlimm war es jetzt nicht, aber ja, wie gesagt, trotzdem schon bemerkenswert, wenn es mal runtergeht.
Ich glaube, wir stellen eine neue Sarah her, oder? Ich will die Putze eigentlich als Putze lassen. Das ist in Ordnung. Komm. Ja, kümmert euch, dass das dann gemacht wird, dass wir wieder eine neue Sarah bekommen. Ich glaube, das ist schon Sarah V3 oder V4 oder so. Vierte Version oder so müsste es sein. Seit Anfang des Let's Plays. Die ganzen... Auf jeden Fall haben wir jetzt Massenfleisch. Also was wir hier bekommen an Fleisch, ist der Hammer. Die ganzen Teile müssen wir natürlich einsammeln lassen. Wir brauchen auf jeden Fall neue Geschütze. Ich glaube, hätten wir hier mehr Geschütze gehabt, wäre es vielleicht sogar fast aufgegangen, dass wir es so geschafft hätten. Aber sicher bin ich mir auch nicht. So, Stahl müssten wir jetzt wieder auf jeden Fall ein bisschen haben. Das können wir sozusagen jetzt erstmal wieder hinstellen alles. Machen wir jetzt auch mal. Wird auf jeden Fall Zeit dafür. Gut, hier, das passt geschützmäßig. Ich würde fast dazu tendieren, dass wir das gleich noch ein bisschen erweitern, wenn wir jetzt einmal dran sind. Komm, lass hier nochmal sowas hinbauen. Und ja, man könnte hier noch eine Reihe davor machen. Also sagt, man könnte es halt auch hier einfach nochmal dran setzen. Gerade für solche Flutwellen schadet das auch nicht, wenn dann so ein Geschütz um die Ecke steht oder so. Das sollte ja klar gehen. Ich würde fast sagen, dass wir hier noch eins mit dazu nehmen. So, okay. Das nochmal löschen, genauso wie das. Und dann am besten die gleich auch schon mal bestücken. So. Das würde keinen Strom mehr bekommen, aber das kriegen wir hin. Das können wir neu verdrahten. Lass mal gucken. Strom. Dann müssen wir die Leitung hier nochmal mit ranlegen. Die hat es auch ein bisschen entschärft. Genauso wie wir es hier nach oben nochmal legen. Und ich hoffe, das reicht dann. Gut. Na denn. Erstmal die ganzen Wände wieder reparieren. Das ist in Ordnung. Das hat oberste Priorität. Ich will, dass unsere Einrichtung immer im besten Schuss ist. Oder ja, voll in Schuss ist. So rum. Furchtbare Laune. Bei Jack und wahrscheinlich bei Belcourt. Seid ihr behandelt worden? Hitzschlag. Scheiße, wir haben... Ach stimmt, da war ja was. Ui, und hier drin sind es 20 Grad. Scheiße. Okay. Interessante Sache, warte mal. Habe ich aber gar nicht mitgerechnet. So, müssten wir das machen? Wir brauchen auf jeden Fall jemanden, der es direkt auch tut. Axel, du wirst dich mal um die Klimaanlagen kümmern. Und am besten direkt nochmal. Ich hoffe, das kriegen wir auf die Reihe. Ich finde das Krankenzimmer fast am wichtigsten gerade. Genau. So, und dann bitte auf 21 Grad stellen. Das sollte klar gehen. So, dann brauchen wir noch mehr. Warte mal, wir brauchen noch viel, viel mehr. Wir müssen auch für solche Fälle gerüstet sein, sozusagen. Wir können hier nochmal eins hinstellen. Genauso wie hier. Also diese Außenbereiche sind fast die wichtigsten, wenn die gekühlt werden. Denn dann erhitzt sich das Innere eher weniger. So, hier müssten wir auch nochmal eins mit ranstellen. Und hier könnten wir es theoretisch nochmal genauso machen. Das sollte klar gehen. Das ist natürlich ungünstig, weil es so ein riesen fetter Bereich ist einfach hier. Ja, gucken wir mal. So, lass das mal wegklicken. Und wer könnte das machen? Hatte ich jetzt hier eigentlich auch noch meins dazu gestellt? Ich glaube nicht, oder? Nee, hier hatte ich es jetzt außer Acht gelassen. Ist aber auch wichtig, gerade hier bei unserem Essenszeug. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das klappt. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier müsste es sein. 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ist nicht mittig, aber ist egal. Scheiß drauf. Machen wir es dorthin. Brechen wir das ab. Ist in Ordnung. Gut. Axel, das wirst du mal direkt machen. Dass wir das noch heute fertig kriegen. So, am besten nochmal. Alter, bleib doch mal gleich da. Mach's ruhig gleich fertig, genau. So, dann auf minus 10 Grad die ganze Schose einstellen. Und wir haben es 21 Uhr, er will sich ausruhen. Das ist theoretisch in Ordnung, wenn es nicht so wichtig wäre. Genauso wie hier nochmal. Wie sieht es jetzt hier drin aus? Okay, das hier klimatisiert sich das Ganze wieder, das ist in Ordnung. So, dann bitte hier nochmal fertig machen, wunderbar. Und dann genauso auf minus 10 Grad das Ganze. Ich hoffe, das reicht. Das ist teuer genug jetzt hier mit dem Strom, glaube ich. Noch 14 Grad, also es reicht, glaube ich, noch nicht wirklich. Warum haben wir es hier? 38 Grad. Hier fehlt es gerade noch. Warte mal, wir können ihn auf jeden Fall hier nochmal mit ansetzen.
Axel wird halt wenig schlafen. Eigentlich gar nicht. So, kümmere dich nochmal. So, das hätten wir. Und dann bitte noch fertig bauen. Gut, dann sollte sich das anpassen. Piratenhändler ist da, Besuchergruppe ist da, okay. Puh. Stimmt, da war ja was letzte Folge. Stand am Ende der letzten Folge, glaube ich, noch mit drin, Hitzewelle. Und ich habe es dann erstmal vollkommen ignoriert und ja, zur heutigen Folge einfach mal vergessen. Und ich gucke gerade auf die Uhrzeit. Wir haben es schon wieder geschafft für heute. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten, wenn es heißt Let's Play RimWorld. Und bis dann, euch noch einen schönen Nachmittag oder Abend, je nachdem. Und bis morgen wieder. Ciao, ciao.